In dieser Wahlarena steht die Jugend im Mittelpunkt. Und die Bundestagskandidatinnen und Kandidaten aus Duisburg stehen Rede und Antwort. Denn die Jugendlichen haben Fragen, zum Beispiel Bastian aus Neudorf. Ich habe natürlich meine Grundsätze und wenn ich sehe, dass irgendwelche Parteien denen doch entsprechen, anders als ich das erwarte, dann kann man mich vielleicht noch umstimmen, denke ich mal. Der Ruhrorter Mohammed ist da schon sicherer in seiner Entscheidung. Dennoch will er sich auch informieren. Man sieht ja, das politische Spektrum ist ja zum Glück in Deutschland breit gefächert. Wir haben viele Parteien im Bundestag vertreten. Und auch im linken Spektrum, wo ja die SPD auch angesiedelt ist, gibt es ja auch viele verschiedene Meinungen. Ne? Man spricht ja momentan über viele Koalitionsmöglichkeiten. Rot-Rot-Grün ist eine Option, darüber wird jetzt diskutiert. Und da möchte man sich auch mal anhören, ne? Wie ist die Meinung der Grünen, wie ist die Meinung der Linken. CDU, Grüne, SPD und Linke stellen sich den Fragen, bei den Grünen in Vertretung der Kandidierenden. Die FDP konnte es leider nicht einrichten. Der Jugendring Duisburg und die Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes haben in Zusammenarbeit die Themen erarbeitet. Unter anderem Klimaschutz, Ausbildung und Jugendbeteiligung. Die Jugendlichen stimmen online ab, welches sie hören wollen. Gerade zur Bundestagswahl, wo das Wahlalter ja auch eben bei 18 ist und nicht 16 wie in NRW bei der Kommunalwahl, ist es eigentlich besonders wichtig, der Jugend auch eine Stimme zu geben und auch den PolitikerInnen, die ja eben am Ende Duisburg vertreten wollen, mit auf den Weg zu geben, ihr vertretet nicht nur die Rentnergeneration, ihr vertretet nicht nur die arbeitende Bevölkerung im mittleren Alter, sondern eben auch junge Azubis, Jugendliche und eben auch Kinder, Schülerinnen und Schüler, die nicht wählen können. Eine Stunde hören sich die Jugendlichen die Standpunkte an, auch online im Livestream. Hitzig wird es nicht. Während sich Linke und SPD klar für eine Ausbildungsplatzgarantie aussprechen, wollen die Grünen das Wahlalter auf 16 setzen und die CDU mehr Beteiligung in den Parteien erwirken. Außerdem erfahren die Jugendlichen mehr über die Kandidaten. Mahmut Özdemir isst gerne Burger, Thomas Mahlberg lieber Pizza. Hat das jetzt geholfen? Wenn man das so auf Bundesebene alles so verfolgt, dann vergisst man manchmal, dass da auch noch Menschen hinterstehen in den Parteien, andere Menschen. Und das war schön zu sehen und auch die Leute mal zu hören. Ja, ich hoffe, dass diese Veranstaltung einfach im Großen und Ganzen Ansporn genug ist für die jungen Leute, sich mit den angesprochenen Themen, die, wie ich finde, sehr gut ausgewählt waren, sich zu befassen und sich gewissenhaft damit auseinanderzusetzen. Es gab also einen Effekt, sich bis zur Wahl weiter zu informieren und darüber hinaus weiter für Politik zu interessieren.